Hi, ich bin theologisch unterwegs mit Büchern und stelle heute dieses hier vor, Barfuß und Wild von Jan Frerichs, Untertitel Wege zur eigenen Spiritualität. Und ich kenne sowohl den Autor, über den werde ich was erzählen, als auch zum Inhalt des Buches. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Hi, ich bin Theo, logisch auf YouTube, unterwegs in Natur und Spiritualität, im Wald mit dem Hund. Glaube im Alltag für die Nordkirche. Theologisch mit Gott im Grünen. Hi, danke, dass du hier reinklickst in Theos Welt. Es geht hier um die Verbindung von Natur und Spiritualität. Und einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema hat Jan Frerichs mit seinem neuen Buch Barfuß und Wild geleistet. Ich kenne Jan Frerichs schon seit einigen Jahren. So, und von daher weiß ich ein bisschen von ihm. Und er wollte ursprünglich wohl selber mal Franziskanermönch werden, hat dann aber gemerkt, dass das nicht sein Weg ist, sondern ist in dieser Laientradition des Franziskanerordens geblieben, hat dann aber Familie, Kinder mittlerweile auch und ist Redakteur beim ZDF. Und er hat, ich weiß gar nicht, ob das nebenbei ist und in welchem Umfang, er hat diese franziskanische Lebensschule Barfuß und Wild gegründet, nach der auch dieses Buch benannt ist. Und er ist in der Ausbildung zum Visionssucheleiter oder ist vielleicht auch gerade fertig geworden. Also von daher kenne ich ihn auch aus diesem Bereich. So, und von daher war ich sehr gespannt, wusste, dass Jan ganz viel drauf hat in diesem Bereich, dass er beides zusammenbringt, Spiritualität und Natur, in beide Bereiche tief eingetaucht ist, und war sehr gespannt, wie dieses Buch nun werden würde. Deshalb lasst uns da zusammen reinschauen. So sieht das Buch aus, Barfuß und Wild, Hardcover, sehr dicke Seiten, es fasst sich sehr angenehm an. Hier ein Bild, Christus im Rad. Und es hat ungefähr 200 Seiten und kostet 19 Euro. Dann ein Blick in das Inhaltsverzeichnis. Das ist zum einen in so einer Art Einführungskapitel gegliedert. Barfuß zur Quelle. Da erzählt er, auf welche quasi Quellen er sich beruft in seinem Buch. Das ist die Natur, die Heilige Schrift, die franziskanische Tradition, die Mystik und auch Aktion und Kontemplation, also quasi diese Richard-Rohr-Richtung, was mir natürlich sehr sympathisch ist. Und dann ist es unterteilt in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dort sind dann jeweils verschiedene Kapitel, Begegnung mit dem wilden Gott, das heilige Feuer entfachen, mit Christus durch das Lebensrad, dem nackten Christus folgen und so weiter. Und immerzu zieht sich durch dieses Buch eine Verbindung, ich würde mal sagen, von mindestens drei Bereichen. Und zwar einerseits diesen Kenntnissen aus Natur. Das zweite ist psychologisches Wissen über den Menschen und sozusagen Seelsorge, wenn du so willst, die menschlichen Prozesse, die ablaufen. Und das dritte, wo er richtig fundiert ist, natürlich im theologischen, geistlichen Bereich. Und das webt er sehr geschickt zusammen. Meiner Meinung nach ist es einerseits die Stärke dieses Buches, dass er diese verschiedenen Bereiche richtig gut zusammenwebt und zusammenbringt, ja. Und du merkst, dass er das lange, lange, lange studiert hat und auch selber lebt, ja. Das ist die, auf der einen Seite die Qualität dieses Buches. Und es macht es sehr, sehr dicht, ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es manchmal vielleicht als kleiner Kritikpunkt fast ein bisschen zu viel ist. Deshalb die Frage, für wen ist dieses Buch gut? Ich glaube, das ist für alle gut, die schon ein paar Schritte in die Arbeit gegangen sind, ja, und viel mit diesen Sachen anfangen können. Also wenn er was über Schwellengänge schreibt, über die praktischen Beispiele und da ganz viele Geschichten und Zitate kommen, dann weißt du das einzuordnen, wenn du schon ein bisschen unterwegs bist. Ja, also sagen wir mal, dahin gehen kann ein Fortgeschrittener von diesem Buch profitieren. Und auf der anderen Seite, wenn du noch gar nichts weißt über diese ganze Szene, über diese Zusammenhänge von deiner christlichen Schöpfungsspiritualität, dann ist es ein super Überblick, weil es dir schmackhaft macht und dich quasi anfüttert, auch wenn du noch gar nicht alles verstehst, aber der Überblick ist genial. Und dann ist es so, dass in diesem Buch total neue Zusammenhänge stehen. Also da hat er wirklich für mich verblüffende Einsichten, wo ich denke, aha, so habe ich das noch überhaupt nie gesehen. Also meine letzten Videos über die zweite Schöpfungsgeschichte, ja, das habe ich irgendwie als Inspiration aus diesem Buch bekommen. Und die Art und Weise, wie er Sachen neu zusammenwebt, das ist wirklich, wirklich inspirierend, ja. Und deshalb kann ich dieses Buch hier guten Gewissens empfehlen. Das war's zu diesem Buch hier heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese kleine Review
gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Und wenn du mehr davon sehen willst, dann folge Theos Welt bei Facebook, das ist unten verlinkt, oder indem du hier draufklickst und uns abonnierst, dann verpasst du keine Uploads, bis demnächst wieder dabei, entweder hier im Bücherregal oder draußen in der Natur, so oder so. Ich freue mich auf dich, bis dahin, tschüss.